Ich glaube, ich gebe dann gleich erstmal ein paar der Questgegenstände erstmal ab, damit ich wieder Platz habe. Genau. Ach, der So, Wolke. Wildschweinfleisch fertig. Jetzt brauche ich noch einen, so ein Jetzt habe ich den ersten Farmerkübel. Drachen schon platt gemacht, weil er auf mich zukam. Weil du auch nicht warten kannst. Nee, ich habe hier einfach ganz normal gemacht, da kam das hier auf mich zu, deswegen habe ich einfach zugeschlagen. Ja, danke, Farmvogel, für deine Federn. Gibt mir natürlich keine. So, greifen wir den hier mal an. Zack. Ich weiß gar nicht, ob ich mehr Jetzt als drei mischten habe. sich. Ne, ich habe nur drei. Jetzt hätte ich dir was Jetzt abgegeben. mischten sich der dumme Affe hier ein, ey. Aber die Affen sind cool, die geben viel XP. Toll. Ich habe hier Komm mal her, komm mal her. Hier. ordentlich Zeug von dem Farmvogel bekommen, aber. Wo bist denn du? Hä? Wo sammelst du Farbenvögel? Auf der anderen Seite der Stadt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wo du raus bist. Na, auf Die geben der... mir keine Federn mehr, wollt ihr mich verarschen? Na, ist das Quest schon fertig? Nee, ein Farbenvogel fehlt mir eigentlich noch. Pit Geiger. Ah, sehr gut. Nun kann ich wieder arbeiten. Macht euch in die... Macht euch nicht... Was? Macht euch in die Hosen? Ja, Opuria... Achso. Macht euch in die Hosen, ihr Opuria-Geiseln. Kauert euch in eure dunklen Ecken und zittert, wenn meine Leute von Araborn euch heimsuchen. Ha, ich sage doch, ich mag eben Drama. Ja, okay, das ist schön für dich. Nicht genug Platz in eurem Rucksack. Immer wieder dasselbe. So, sehr schön. Emily und Celine. Oh, die sind wirklich schön. Sind die nicht schön? Seht nur, mein Hut von Farbeeflausen. Ihr nehmt das. Keiner kann dich leiden. Keiner ma Jetzt! Wow, endlich! Habt ihr in der Nähe die Waldaffen gesehen? Diese verdammten, dreckigen Biester. Jeden Tag sorgen sie für Ärger. Am liebsten würde ich ihnen die Köpfe spalten, um zu sehen, was drin ist. Zerschmettert diese Narren mit ihren eigenen Bananen. Hey, das war, sollte nur ein Witz sein. Nun seht mich nicht so an. Ja, klar. Ich kann die Frau irgendwie nicht leiden. Ich weiß nicht warum. Warum habe ich eigentlich so wenig Leben nur noch? Ich soll die Affen zerstören. Ah, das sind Affen, okay. Ach, hier sammelst du drei Farbenvögel, alles klar. Waldaffe. Ah, da ist einer hinter mir her. Besser könnte es doch gar nicht sein. Gut, er könnte für mich sterben und einfach liegen bleiben. Das wäre noch besser, aber... Wollt ihr mich total verkackeiern? Jetzt ist mein Rucksack voll. Jetzt kann ich die Questgegenstände. Ach nee, hab ich schon. Okay. So, das war der dritte. Nee, nicht zum anderen. So, dann gehe ich erstmal zurück. Und Das war dann der kann man die vierte. Quest hier weiter erledigen. Guck mal kurz auf die Minimap, wo du mich siehst. Da ist so ein Ausrufezeichen, das nehme ich jetzt auch an, gell? Das ist auch so ein Quest. Ja, ich muss erstmal zurück hier ein paar Sachen. Seltsam, gerade eben habe ich sie noch gesehen. Wo sind sie nur hin? Ich habe genau gesehen, wie der Ball dorthin gerollt ist. Ihr könnt mir doch sicher helfen und ihn mir zurückholen, oder? Opa Carter hat ihn mir geschenkt, ich darf ihn nicht verlieren. Die großen, fetten Apuria-Geiseln schnappen sich immer die Sachen anderer Leute. Vielleicht haben sie den Ball genommen. Bitte helft mir, ihn zurückzuholen. Ja klar, dem kleinen Mädchen helfen wir auf jeden Fall. Hier ist ein Parsing-Wildschwein, den müssen wir nicht killen, aber da hinten sehe ich einen Affen und den müssen wir killen. Wo hab ich denn die Wildschwein-Quest? Wo So, hab ich denn die und... Wildschwein-Quest angenommen? Bin ich noch da Ich bekloppt glaube, hier das oder müsste was? der letzte Affe sein. Ah, Mann! Ich raste hier gleich komplett aus. Diese blöden Wildschweine. Jetzt habe ich hier das ganze Fleisch von Oh, denen was ist und... das denn? Mysteriöse Schleicherlarve. Alter, was ist das denn für ein Vieh? Oh, stirb. Yay, Level 18. Ich glaube, hier ist das mit dem Ball. Boom. Tötet Boom nicht, Apu. Boom hat nichts Falsches getan. Boom röstet nur Kürbisse, ganz unschuldig, Apu.
Ihr wollt Boom gar nicht töten? Nein. Gummiball Apu? Oh ja, Boom hat einen Gummiball gesehen. Aber Booms Bruder Bim ist in Schwierigkeiten. Er ging zu den Drachen und wollte die geklauten Kürbisse zurückholen. Rettet ihn zuerst, dann findet Beam den Ball für euch. Oh ja, Apu. Gut, das machen wir. Dann gehen wir mal hier hinter, wo der anscheinend sein soll. Wolfsflügel Schleichdrache. Lol, der steckt in den Kürbissen drinne. Lass mich in Ruhe. Apuria-Paket. 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 Kann ich dir irgendwie raushelfen? Hallo? Kann ich dir da irgendwie helfen? Hallo? Dämlicher Drache. Rezept riesengroßer Holzschrank. Ja, das höre ich doch gerne. Einrichtungsgegenstand Rezepte. Und wir haben sogar noch eins für einfacher Heiltrank. Dann kann ich doch gleich mal das hier nehmen. Dann können wir das auch gleich lernen. Gebotsbeinwinkel wetteifernd. Und hier haben wir das. Riesenschrankholztüren können wir auch lernen. Fertig. So. Super schön. So, kann ich diesen Typen jetzt irgendwie aus dem... Hallo, kann ich dich irgendwie rausziehen? Ah. Suche Bim im Kürbishaufen. Yay, ich hab Bim gefunden. Das sind auch geile Namen. Bim, Bum, Apu. Ja, Apu ist so dieses, dieser Satzanhang, den die Ratten immer dranhängen, warum auch immer. Das ist kein Name, das ist einfach so, der sagt das dann einfach immer so am Ende des Satzes so. Ach so. Ich bin heute 13. Apu. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Oh, vielen Dank, Apu. Ihr habt Bim zurückgebracht. Bims hat versprochen, hier ist der Ball, Apu. Yay! Bim und Bom sitzen wieder gemeinsam am Lagerfeuer. Wer denkt sich denn solchen Namen aus, ey? So. Halt, ein Waldaffen brauche ich noch. So. Jetzt habe ich den Ball wieder. Geh zu dem kleinen Mädchen. Wo saß das, deine Mädchen? Ach, da hinten. Hier habe ich noch einen Waldaffe. Keine Ahnung, ob ich schon besiegt habe, aber ich mache einfach mal Blatt. Liebe Zuschauer. Hast du jetzt die ganzen Drachen schon gekillt? Nee, die habe ich nicht gekillt. Okay. Jemmy Elia. So. Na komm her. Wo kann ich die Kürbisbomben detonieren lassen? Nochmal. Oh, ihr habt ihn wirklich zurückgeholt. Danke. Opa Kao hat mich großgezogen, müsst ihr wissen. Naja, zumindest so groß, wie ich jetzt bin. Und dann kamen die Zombies und haben ihn mir genommen. Endlich habe ich den Ball wieder. Während ihr weg wart, habe ich einen anderen gefunden. Hier, nehmt ihn. Oh, danke schön. Oh, ich habe keinen Platz im Rucksack. Das ist natürlich scheiße, ne? Großvater von Zombies getötet. Ich bin kein mitfühlender Mensch, es tut mir leid. Ich kann einfach schlecht sowas. Ruben, helf mir. Oh, ich habe ein cooles Schwert gefunden. Rostbeflecktes Zweihand. Ja, sieht mega scheiße aus, aber es ist besser als meins. Ich habe gerade Fragmente von Sternhunds Tagebuch gefunden. Hast du auch gefunden? Genau, das habe ich mir auch gefunden. Mhm. Soll ich da mal zum Benutzen rechtsklicken? Soll ich mal rechtsklicken machen? Und ich habe einen neuen Sattel für meinen Drachen vergessen. Das kannst du benutzen. Ja, kommst du jetzt hier runter? Ich würde es nämlich wirklich gerne die Drachen endlich killen. Ja, ich mache jetzt hier die Kürbisse noch fix kaputt. Da. Na, 3 von 5 habe ich schon jetzt. Was ja, hast du die Kürbisse nee, schon gemacht? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur hier unten die Kürbisse. Hoch zu mir aus. Nee, bis ich oben bin, muss ich dann wieder anfangen, dann machst du wieder was anderes, dann wären wir wieder nicht fertig. Das geht total schnell, die kommen doch sofort wieder. Ich kenne das Quest, ich habe die alle schon gemacht. Ich habe, wie gesagt, ich bin schon Level 23 in meinem anderen Account. Während ich unterwegs war, das Apuria-Transporter zu vernichten, konnten wir in Erfahrung bringen, dass die Apuria-Geise nicht alle sehr daran interessiert sind, die Samo-Wasserbrücke anzugreifen. Allerdings töten sie den Spion, den ich nach Samo-Zorn geschickt hatte. Sprich... Wie sollen wir Panion-Shop wahrscheinlich isolieren? Was? Sprich, sie wollen Panion-Shop wahrscheinlich isolieren.
Hört zu, helft mir dabei, das Versteck der Apuja-Lauerjäger im Wald zu zerstören und bringt mir alle Hinterhaltbefehle, die ihr findet. Es könnte sein, dass wir ihre Pläne herausfinden, wenn wir ein paar von ihnen die Finger halt bekommen. Na klar, mache ich. Und hier kann man noch eine Quest für die Emily. Ja, die Quest habe ich auch. Haha, ich wünschte, ich hätte sie mit eigenen Augen gesehen, wie ihr diese Affen getötet habt. Auf jeden Fall danke ich euch. Jetzt kann ich endlich in Frieden schlafen. Na, das freut mich aber sehr für dich. Oder auch nicht, ich muss was trinken, ey, das ganze Gelaber. Mann, das kann nicht sein, ich hab schon wieder keinen Platz und... Die blöden Kürbisse. Da habe ich gerade mal die Aufnahme unterbrochen, mal da. Zwischendrin. Was mach, da. Kommst du jetzt hier mit? Ah, guck mal, hier ist ein so ein Lebensmittelhändler, schade. Mann, das... ich brauche hier einen Händler. Ohne Mist, ey. Hier ist da einer. Auf der Brücke steht auch einer. Oh, sehr gut, ey. Ich habe hier so viel Scheiß schon wieder im Inventar. Das ist der Wahnsinn. Ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe fast alles sinnvoll hier drin. Ja, na, eigentlich müsste ich hier zur Bank, eher gesagt. Schießpulver zünden. Ach, die Zünder habe ich schon, siehst du? Ja, die Zünder habe ich auch. Ich hatte nur ein zu wenig. Irgendwie, keine Ahnung, braucht mich nicht. Den Orangensalat kann ich verkaufen, den brauche ich eh nicht. Ja. Und das Ding kann man benutzen, oder was? Ihr braucht mehr Fragmente. Ach so, okay. Da benutze ich mal die Schriftrolle hier für Standardheiltrank klein. So, das können wir nämlich auch herstellen. Und ich kann sogar hier den Splitter eines Helms verkaufen. Dann verkaufen wir das Ding einmal. Komm, jetzt verkaufe ich jetzt einfach was. Scheißegal. Obwohl, ich will das nicht verkaufen. Ich kann das ja später noch benutzen, falls ich mal noch einen finde, zufällig. Dann kann ich die ja immer noch benutzen für die Quest. Das da verkaufe ich jetzt einfach mal. So. Ja. Wolke, bist dann soweit. Ein Kürbis muss ich hier noch... In welchem Kürbisfeld bin ich denn jetzt gelandet? Völlig anders, wo ich gerade war. Ist doch egal. Ja, aber ich frage mich gerade, warum, weil ich bin aufs... Es gibt mehrere Kürbisse. Auf der gleichen Seite. Ja, aber ich bin aus der gleichen Seite rausgegangen. Na, du bist auf den linken... ganz kurz mal. So, da bin ich wieder, liebe Zuschauer. Hallo. Da musste ich gerade mal mich aushusten. Hörst du Neverguest hier am anderen Ende fast nur sterben? Ja, keine Ahnung, was da jetzt war. Das Missionsziel ist nicht in Reichweite? Hä? Oh, da musst du auch was, hatte ich auch. Jetzt musst du dir mindestens einen neuen Zünder holen. Wobei, der steckt dir gleich wieder 5 zu. Das Missionsziel ist nicht in Reichweite? Keine Ahnung, was das sein soll. Machst doch das mit den Kürbissen, ne? Ja, ich mach's aber später. Du bist ja jetzt fertig, deswegen fliege ich dir mal hinterher. Hören Sie doch bitte auf zu kämpfen und folgen Sie mir. Ja. Ach. Kerle, ey. Wobei, ich würde hier gerne einfach mal die... Ach, wir machen jetzt die Drachen hier. So, folge mich. Ich folge dich. Mein neues Schwert sieht nicht so doll aus, ne? Ist halt einfach nur mega fett. Fast so groß wie ich. Und könnte meine Größer. Stier. Und könnte meine Stier auf große Schwerter. Die Wortwitze wieder, ja. Schlimm. Was willst du da? Ich warte, bis du da bist. Wildschweine. Ja, ich bin hinter dir. Gerade warst du nicht hinter mir. So, komm mit hier runter. Ja, habe ich die eine Quest abgeschlossen. Also, ich sag's dir gleich, wir werden jetzt eine ganze Menge Drachen hier finden und danach kommt ein Bossgegner. Die machen wir auch gleich platt. Hol am besten deinen Drachen raus, der geht schneller. Hier ist irgend so ein Teufelsdrache oder so, der mich gerade verfolgt. Ja, genau, die müssen wir killen. Kann ich mir davon dann einen zähmen?
Müsste doch auch gehen, oder? Nee, die sind glaube ich vergiftet. Du kannst mal probieren. Okay, drück einfach mal die 10-Taste. Nee, kann nicht gezähmt werden, schade. Hab ich den jetzt bekommen? Ja, hab ich bekommen. Also ich hab einen bekommen, ja. Ja, ich auch. Komm mit. Einen lasse ich dich mal alleine machen, weil dann haben wir Gleichstand mit den Drachen. Ach nee, wir kommen erst in so ein Lager jetzt hier rein. Stimmt. Aber da unten sind noch zwei. So, den da unten machst du alleine. Dann sollten wir, den sollte ich mich jetzt eigentlich nicht bekommen, wenn du ihn alleine machst. Was ist dein Problem, hey, Digga? Hey, ich hab ihn trotzdem bekommen. Ja, wenn wir in der Nähe sind, dann klappt das, glaube ich. Ja, komm, dann hauen wir den jetzt auch noch kaputt. Tot. gelehrten Tauchrüstung ist für mich, deswegen nehme ich die mal. Also wäre nett, wenn du mir die gibst. Also ja, hier einfach take it. Ja, ich brauche jetzt noch einen Drachen. Ja, komm mit, ach, wir laufen hier weiter runter und da unten ist auch der Bossgegner. Gut, jetzt die Drachenquests habe ich fertig. Egal, komm weiter mit, wir hauen weiter. Uff, die Drache, Trost, die geben auch viel schön XP. Wir geben dir 25. So. Und da siehst du da unten der Imperial, der verdorbene Ausbilder, und genau den müssen wir killen. Ach so. Boah, wie viele Drachen sind denn hier gerade? Hilfe! Ja, ich glaube, ich flieg gleich wieder raus. Ja, du warst kurz draußen gerade. So. Ich glaube, ich hier bei Ragnus Prophet. Und wieder also zwei Drachen gekillt. Wir spielen noch mal. Aber wir sind beide Level 18, siehst du, ich sag da, wir leveln gleichzeitig auf jetzt mittlerweile. Ja, ne, ich muss aber fix aus dem Spiel raus hier. Jo, alles klar. Es hat sich mal wieder aufgehangen. Ja, keine Ahnung. Internet ist mal wieder hier schön am Abkacken. Wunderbar. Da freut man sich. Ja, ich lass den Typen mal noch da und tu nicht angreifen, damit du auch noch die Sensen nachher kriegst. Hm? Ich hau alle Gegner dagegen so lang platt. Was ist das denn jetzt? Jetzt seht ihr nicht mal mehr das Spiel hier, dieses, was am Anfang kommt. Aber da du genau neben mir stehst immer noch, also du bist ja noch eingeloggt hier, kriegst du auch alle Level, die ich kann. Ich bin eigentlich aus dem Spiel rausgegangen. Nee, du bist da eingeloggt. Ich bin aus dem Spiel eigentlich rausgegangen. Du stehst hier noch neben mir. Stehst einfach nicht. Website ist nicht verfügbar, mein gesamtes Internet gerade am Zusammenbrechen. Mensch, ist das toll. Das finde ich richtig klasse, sowas freut mich wieder mal. Ah, da du noch daneben stehst. Ja, nee, ich hau lieber doch nicht down. Mandy kriegst du es vielleicht doch nicht und dann. jetzt ist der Wolke rausgeflogen. Ja. Komm schon, drauf. Ich weiß nicht, der Wolke wird... Jetzt ist der Wolke wieder drin, jetzt ist er wieder draußen, jetzt ist er wieder drin. Klasse, wenn die Technik nicht funktioniert, da könnte... Dann kann man kaum was machen. Jetzt klappt's wieder. Ich hoffe, es hält jetzt wieder mal ein bisschen so hier die Internetleitung. Na, kommst du jetzt rein? Guck mal, ob du reinkommst, weil dann lasse ich den Typen am Leben, weil ich bin gerade voll im Kampf gegen den. Lass den ja am Leben. Ja, guck mal, kommst du rein, weil dann renne ich jetzt vor ihm weg nur noch. Der hat nur... einfach mal
euch? Ja, kommt ein Beil dich. Der hat nur noch 1% Leben oder so. Da der Tränke wirft, komme ich dann auf jeden Fall. Also ich laufe jetzt einfach gerade Kreise. Ja, das war's richtig. So, Leute, rennt man Kreise um Leute, die fast tot sind. Einfach um sie zu ärgern noch ein bisschen. Macht man so. Der mysteriöse Restmondhändler ist verschwunden. Wolke ist wieder drin im Spiel, sehe ich. Hat sich gekillt, ja, oder? Ich hab. Wenn es sich gekillt hat, dann tu keine Zeit verschwenden und komm hierher, ohne irgendwas zu killen, weil ich habe keinen Bock hier jetzt 3 Stunden mit den Typen rumzurennen. Aber warum? Das ist doch auch mal, liebe Zuschauer, was seid ihr hier dazu? Mal schönes Special Kreiserennen. Eine halbe Stunde Kreiserennen um Leute, ja, na klar, warum nicht? Oh, der ist schon Drachen hat. Alter, jetzt werde ich aber. Oh, was kommt denn jetzt? Hallo, lasst mich mal in Ruhe. Dankeschön. Boah, jetzt hätte ich den Typen beinahe gekillt, ey. Ja, mach jetzt keinen Mist hier, ne? Ja, ich hatte angegriffen. Ich muss mich aber. Also gegen 3 Drachen kann ich nicht wegrennen. Da muss ich schon dagegen schlagen. Ich bin da. Ist mir scheißegal. Komm her, komm, mach letzten Schlag. Sehr schön. Konischer Kriegshammer ist für mich. Den gebe ich dir jetzt erstmal als Bedarf. Und du gibst mir mit F8 zurück. So, jetzt kann ich endlich mein Lieblingshobby nachgehen. Pflanzen ernten. Kaltapa Weingras. Das habe ich mir noch gar nicht gehabt. Das ist cool. Jetzt kommen wir nämlich langsam in die Gegend, wo es neue Gräser, neue Stöcker, neue Erze gibt. Bis es dann später irgendwann mal sogar Gold und Diamanten und sowas. Ich weiß nicht, ob es Diamanten gibt, aber ich nehme stark an, dass es die irgendwann mal gibt. Nächter-Schussling ist für dich, die gebe ich dir. Ja, ist zwar schlechter als meine, aber ich kann die ja dann verkaufen einfach. Ja, und ich würde sagen, ja, wir können jetzt eigentlich zurückgehen. Ich schaue hier noch kurz ein paar Alchemisten da, wenn ich einmal hier bin. Ja, ich würde... Was ist denn das hier? Ich würde ganz gerne auch irgendwie mal wieder zum Drachenwort, weil ich halt hier zum Beispiel wieder einen Sattel gefunden habe. Ja, wie gesagt, es gibt das in der nächsten Stadt auch. Und hier kann man es für Leute, die noch mal die Unterwasserwelt sehen wollen, so. So sieht es unter Wasser aus und man kann später auch, wir werden bald in Level kommen, mit Level 20 gibt es das, das ist gar nicht so weit weg. Da gibt es dann auch in der nächsten Stadt, da gibt es dann Wasserdrachen zu fangen, in der nächsten Stadt. Deswegen will ich da auch unbedingt hin, da gibt's so viel Neues, da gibt es dann auch Unterwasserquests dann. Und deswegen will ich da unbedingt hin. Okay, also so ein Wasserdrachen will ich unbedingt noch haben. Ja, das ist dieses komische Vieh, was du mal bei mir gesehen hast, dieser Panzerdrache, der aussah wie so ein diese Dinosaurier damals mit der Keule am Schwanz. Jetzt mal ganz blöd gesagt. So, ich geh mal nach oben gehen. Jo. Kannst du Drachen von mir aus Blatt machen, dann kommst du mir vielleicht im Level langsam hinterher. Ich weiß gar nicht, du bist Level 18, wie viel Prozent hast du von deinem Balken? Ich hab jetzt... Ja, das ist hier gerade ganz am Anfang. Ich habe 35% jetzt gerade. Da siehst du, da hänge ich dir noch rum. Da hänge ich dir noch 5000 XP ungefähr voraus. Also das ist gar nichts. Ich habe dir gesagt, dass... 3. Ja, da hänge ich dir. Da hänge ich dir 5000 XP voraus. 5000, 6000. Das ist absolut gar nichts. Oh, den Drachensplitter. Willst du den haben oder soll ich den nehmen? Würde ich nehmen. Keine Ahnung, mir ist es egal. Ja, ich habe dir gegeben. So, bei den Waldaffen vorbei. Dann hole ich mir mal kurz neue Sprengsätze bei dem Typen hier. Ah, der gibt mir noch gar keine neuen, ich muss die erst verbrauchen. Ja, du musst erst alle aufbrauchen, dann. Aber was soll denn bitte mein Ziel sein? Ich raff das mit dem Ziel nicht. Ziel. Na, die Kürbisse im Feld. Muss ich warten, bis so eine Apuria-Ratte dran ist, oder was? Nee, du musst, So, eins habe ich platziert. Jetzt musst du aber da dranbleiben, bis das weggeht. Nicht einfach wegrennen. So, nämlich den Fehler, den ich gemacht habe bei Endkürbis. Und dann explodieren die praktisch und ja...
Okay, Kürbis platzieren. Was willst du denn hier? Ach so, okay. Ja, wow, kein Wunder, dass ich dann gesagt habe, dass ich nicht da war, weil ich bin ja weggegangen dann, das ist wahrscheinlich der Fehler gewesen. Ja, genau, deswegen. Leute, ich will den scheiß Dings platzieren hier. So, zweiter Kürbis. So, warten wir mal, bis was kommt. Hier. Komm mal her, Zombie. Mutationseichenmist. Oh, war nicht die Quest erst jetzt an hier. Schon längst haben können. Wo ist denn dieser Praxquist denn jetzt schon wieder hin? Ich will meine blöde Quest abschließen. Mann. So, der ist jetzt, der ist weitergerannt, das, den finden wir nachher wieder. Der ist unten da, wo wir waren, da gibt es auch ganz viele Quests dann. Ich würde aber lieber erstmal die hier oben abschließen. Also wenn wir da runter gehen, ja, da gibt es auch richtig viele Quests dann. Da musst du gegen mutierte Drachen kämpfen und was weiß ich nicht alles. Ach, halt. So, jetzt hier. Die wollte ich behalten. Du hast nicht genügend Quest-Items. Das will ich gar nicht behalten hier. Mann, ich bin hier schon komplett durcheinander. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich behalten will und was nicht. Das ich merke es mal in der Farbe der Items. Alle Items, die grün oder besser sind, lasse ich prinzipiell erstmal drinne. Und alle normalen Items gucke ich mir dann an. Nee, das habe ich gar nicht verkauft, sondern ich hatte ja diese... Ich brauche auch noch die Axt, die ich hatte. Die Schussklingen-Axt, sag ich mal so. Die war schlechter als diese andere Sache, die ich... diese Schussklinge oder so, die du mir gegeben hattest. Und du hast jetzt deine gute verkauft, oder was? Ja. Ja, erst. ist aber auch scheißegal, kriegst du ja für denselben Preis wieder. Also weil... Ja, genau. Und die gute habe ich mir jetzt wieder geholt. Falls nämlich die, die ich jetzt habe, kaputt gehen sollte. Weißt so. Du, haha, die Teufelschuppendrachen sollen besser auf der Hut sein. Der Assassine, den ich auf sie angesetzt habe, ist niemand, mit dem man sich anlegen sollte. Ich wollte das sowas schon immer mal sagen. Nehmt es nicht allzu ernst. Okay. Nerymer, meine Männer konnten sich Simons Zorn nähern und dort spionieren, weil ihr die Teufelschuppendrachen vernichtet habt. Gemäß ihrem Bericht wurden die Teufelschuppendrachen in Simons Zorn anscheinend von Mutationsalchemisten geschaffen. Ich würde sie liebend gerne mit voller Kraft angreifen, aber ich muss mich zurückhalten. Vielleicht wollt ihr dabei helfen, die Mutationsalchemisten zu vernichten. Drei davon sind genug. Na klar. Ja, die muss ich jetzt auch killen. Und hier haben wir ein Quest. Hier ist Pax Blister wieder. Das sind alles Alchemietränke. Und Dokumente? Das ist sehr interessant. Ich brauche noch etwas Zeit, um diese Dokumente durchzusehen. Doch in der Zwischenzeit habe ich eine Bitte an euch. Ich habe eine Art Himmelsdrachen in Samos Zorn entdeckt. Nicht so schön, wie Himmelsdrachen normalerweise sind. Ich vermute, dass die Mutation... Das ist die Mutationen sind, die schon in Helmut aufgetaucht sind. Erledigt bitte ein paar Teufelschuppendrachen und findet dabei heraus, ob es dieselben sind, die auch Helmut angriffen. Trefft mich unter den Samos Zorn. Kurz hinter dem Eingang zur Mine. Genau, und jetzt gehen nämlich die Quests mit Pax Brister los, die ich schon erwähnt hatte. Du bist da am Einkauf, dann werde ich mal ganz kurz, Quatsch, Moment, ich brauche mehr Kürbiszeug gerade. Wer hat mir die Kürbissamen gegeben? Der Gordon Kürbislauch, gell, genau. Jupp. Ich muss das Kürbisfeld zurückbekommen. Ich glaube, ich habe jetzt wieder Zünder bekommen. Ich fliege einfach mal los. In der guten Voraussicht, dass ich welche habe. Na das, dann killen wir die Alchemisten wieder zusammen, gell? Ja klar, in die Höhle gehen wir zusammen, weil das ist ein ziemlich... Das ist wie so eine, ist wie so ein Dungeon eigentlich aufgebaut. Da kannst du einmal komplett durchrennen und alles, was du da findest, komplett killen. Ist eigentlich mega easy da unten. Da gibt es auch noch viel mehr Quests. Also da unten werden wir eine richtig fette Questanzahl haben. Und da ist halt so ein eingeengter Raum. Die ist Mutations... Was? Die Alchemisten standen da, wo wir die Drachen gerade gekillt haben, ne? Ja genau, da unten geht, ist noch eine zweite Höhle, die habe ich auch noch nicht gezeigt. Die habe ich auch heute vor dem Nachmittag erst entdeckt, die Höhle. Boah, jetzt hör doch mal auf hier, ey. So. Ich weiß gar nicht, können wir unser Geld zusammenlegen? Ich kann dir Geld geben.
Also wir können uns Geld über das Waren-Dings da senden. Gegenseitig. Okay. Aber ja, was, nee, nur du so meinst für ein Haus, meinst du? Später, ja, zum Beispiel, weil, ich weiß gar nicht, wie viel Geld hast du jetzt? Ich hab 16.000. Ja, ich hab auch 15.000 oder so. Das heißt, wenn wir da dann irgendwann mal zusammenlegen oder so, dann können wir uns da, glaube ich, recht schnell ein Haus leisten. Wer meine Kürbisfelder plündern will, wird sich noch umgucken. Jetzt habe ich meine Felder zurück. Vielen Dank. Ja, kein Problem. So, dann hätten wir das Quest auch erledigt. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal runter zu den Alchemisten, oder? Was meinst du? Yep. Dann folge mir. Warte, ganz kurz. Ich will noch mein Inventar verkaufen. Ich glaube, ich habe wieder ziemlich viel im Inventar. Tipp. Wie, ich will halt auch echt langsam mal in die nächste Stadt halt zur Bank und so, weil Großteil meines Inventares. Vielleicht haben wir's. So, jetzt haben wir's. Sinnvoll, ja, das kann ich mir schon denken. Sind Sachen, die ich nicht verkaufen möchte oder die ich an meine Drachen geben könnte, kann, möchte. Ich bin auch gerade dabei hier, warte mal, das brauche ich nicht. Ich habe auch 5 Dinger endlich wieder, das heißt, ich kann auch noch mal eine Quest nachher annehmen. Da ich eh schneller spiele als du, kannst du dann schon mal in die nächste Stadt nachher gehen und ich renne mal zurück und mache noch mal ganz kurz die Quest fertig. Weil ich habe noch mal diese 5 Schießpulverbeutel, diese 5 Gewürzbeutel da. So, kommst du? Warte mal. Ich bin schon auf dem Weg nach unten. Das, dann kann ich die Zeit gleich mal ausnutzen, weil ich bräuchte noch eine... Ich sag mal, Hauptdrache jetzt einen besseren da, Lauerjäger. Gegeben. Genau den brauche ich. Ich brauche Schmutzrattenblut. Ja, das gibt's auch da unten. Das gibt's alles da unten komplett. Ach, da unten. So, wo bist du? Bist du schon runtergegangen oder was? Nee, warte. Ah, ich bin falsch gelaufen. Guck einfach auf die Map. Naja, hier bin ich, komm her. So. So, und von hier oben Absprung. Und zwar jetzt. Und guck mal, da siehst du jetzt gelbe Punkte, oder? Und da müssen wir jetzt den Schmutzratten ihr Essen klauen. Das ist ziemlich lustig, du wirst gleich sehen, was passiert, wenn du den Schmutzratten ihr Essen klaust. Da passiert was recht Witziges. So. Ja, Schmutzrattenblut brauchen wir ja auch noch. Drachensplitter mache ich mal auf Bedarf. Und dann guck mal, was rauskommt dabei. Genau. So duftende Suppe und jetzt wird es nämlich lustig. Jetzt verwandelt sich die Suppe nämlich in eine übrige Brühe und da kommt so ein übelstes Vieh raus. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß ja nicht, ob der Typ das wirklich essen möchte, aber naja, wenn er möchte, von mir aus. Ist ja nicht mein Leben. Duftende Suppe. Hier haben wir das Rezept, was wir klauen müssen. Das können wir aber erst klauen, glaube ich, immer. Übrige Brühe kann ich hier auch noch killen. Ja, geht, ist übelst geil. Und der Typ aus dem Vor will das wirklich essen, das Zeug. Aber na gut. Die gibt mir sogar 94 XP. Echt? Diese Brühe. Ja, stimmt. Pass auf. Oh, Mensch. Ich würde sagen, die Drachensplitter einfach immer auf F6. Ja, mache ich auch. Drachensplitter. Habe ich dir doch schon 1000 Mal gesagt, dass ich Drachensplitter immer auf F6 drücke. So, ich habe hier ein Wurm. Hier ist eine Schmutzratte. Ich will immer mein Vier-Skill anwenden, aber der ist eigentlich, nehme ich den nur für gute Gegner und der sind keine guten Gegner. So, da habe ich wieder Schmutzrattenblut und da habe ich einen Drachensplitter gefunden wieder. Sogar 2 Schmutzratten hier. Boah, das ist so eklig, wie dieses Vieh dann sonst, wie diese Suppe dann. Ah, siehst du, für die Suppe kann ich den Skill verwenden. Ah, die ist ja auch schon Level 18, die Suppe, ne? Das ist so gut. Und wie ist deine Suppe so? Ja, meine Suppe ist Level 18. So, dann
brauche jetzt noch zweimal Schmutzrattenblut. So, das Rezept nehme ich mit. Und hier müsste noch irgendwo eine Suppe stehen. Genau, hier ist eine Suppe. Huah! So, duftende Suppe. Stirb, duftende Suppe. Ich habe noch niemals meine Suppe nicht so essen wollen wie diese Suppe. Hm. Warte, um den Splitter Würfel mal wieder, um das Schwarzeisenhalsband genauso. Ich glaube, das ist zwar für mich, ja, aber das ist mir jetzt auch scheißegal. Ich gebe dir das einfach mal, weil ich kann damit nicht anfangen. Also das ist schlechter als mein jetziges. Sehr liebenswürdig von dir. Ich mache hier einen Massenmassaker, das ist die Härte. Ja, gell? Ich kill hier alles und dann kommt Wolke vorbei. Ach ja, cool, ich kann die Suppe killen. So, und jetzt muss ich das Rezept noch. Ich habe alle Dinger, ich brauche nur noch das Rezept hier. Oh, jetzt habe ich hier gleich noch eine Wache angegriffen. Komm hier. Jetzt Maul. Habe ich das jetzt zweimal, das Rezept? Nee. Habe ich denn zufällig wieder eine Schriftrolle? Eine Schriftrolle habe ich auch. Willst du den Attributstein? Nö, kannst du behalten. Ich gebe ihn dir. Wir können ja um die Attributsteine, können wir ja genau, können wir ja genau, wir können ja um die Attributsteine genauso würfeln, ja. Ist ja dasselbe. Ja, das ist eigentlich so gekritzeltes Rezept, mal mitnehmen für die... Hast du alle gelben Punkte gemacht? Yay, ich habe ein Rezept gefunden! Juhu! Ein Ratteneintopf fehlt mir noch. Regal mit polierter Schnitzerei. Cool. Hallo. Boah, eine Suppe brauche ich noch hier. Weil hier, wo ich stehe, geht's nämlich jetzt zum nächsten Quest. Weil hier unten, den habe ich ewig gesucht, den Eingang, weil ich den nie gefunden habe. Hier ist nämlich ein unterirdischer Eingang. Also dafür, dass sie... So, dann haben wir das jetzt auch fertig. Jetzt brauche ich nur noch die drei Alchemisten. Ja, komm hierher zu mir. Schatzi! Schatzi! Ja, los! Lass uns alles... Warte, wir kommen in die Drachen raus. Go, go, go! Yeeha! Huch, ich steh fest. Ich steh fest, meine ich. Ah, hier ist Prax Christen. Yep, genau, den müssen wir gleich ansprechen. Jo, ich hab den schon mal angequatscht. Warte aber auf mich, weil ich muss ja vorlesen. Wo steht er? Hä, wo steht denn der? Der stand da an der Seite. Bei mir steht er noch nicht da. Warte mal, ich muss mal ganz kurz zurück. Ich habe das Quest, glaube ich, noch nicht fertig. Warte auf mich. Sind noch mal bestimmte. Das sind noch mal diese Teufelsdrachen. Ja, ich habe zwar ziemlich viele Queste fertig. Ne, ich habe zwei Quests fertig. Hinterhaltsbefehle fehlen mir auch noch. Keine Ahnung. Ach da, Teufelsdrachen noch mal. Hey, Leute, das habe ich jetzt erst gesehen. Ja. Was ist das denn? Deswegen, ich hatte das halt zusammen gleich. Ach so. Zusammen gleich beendet. Ja, das war, dann musste ich ganz kurz mal die Teufelsdrachen hier killen. Hast du da unten gerade einen, ja, dann kill den mal. Wenn du da unten gerade einen hast, dann kill den mal. Ich sollte noch in deiner Reichweite sein. Ich bin ja in der Höhle hier. Ich level mich ja an den Schmutzratten. Da muss ich ja nochmal komplett runter und dann nochmal komplett hoch, ey. Das seht ihr. Jetzt bin ich einmal hochgeflogen. Dann musst du wieder hochrennen. Jetzt bin ich einmal hochgeflogen, dann habe ich gesehen, dass ich die Teufelsdrachen brauche. Und jetzt fliege ich wieder runter. Das ist auch. Wenn du die Teufelsdrachen jetzt nochmal gekillt hast, dann steht ihr hier unten in der Höhle eigentlich. Ach so. Da läuft der nämlich oben weg. Das würde mir einiges erklären. So, jetzt dann gehe ich nochmal hier runter. Ja, komm mal her, dann mach mal diesen Alchemisten-Supertypen hier nochmal. Oder was meinst du? Den Bossgegner hier unten. Weil ich bin eh gerade wieder hier unten, um die Teufelsdrachen zu killen. Wir können auch gleich den Bossgegner mal machen. Ich weiß gerade nicht, welchen Bossgegner du meinst, aber... Na dem, wo du gerade deine Disconnect hattest. Oh, ich habe eine Drachenrüstung gefunden. Ach so, ja, klar. Bist du gerade da unten? Ja, genau, da bin ich gerade. Und mach gerade alle Teufelsdrachenblatt. Die haben einfach keine Chance, die Viecher gegen mich, Was mich wundert, ist, dass ich hier... Ah, da bist du ja schon. Hier, guck mal, hier haben wir mit Mutationsalchemisten. So, da habe ich wieder einen puren Splitter. Viel Spaß auf deinem Bedarf.
Da Attributstein auch wieder Bedarf. Ich kümmere mich um welche Misten, Schatz. So. Bedarf. So. So, dann hauen wir mal auf den Ifrael drauf hier. Mit dir geht's wahrscheinlich noch wesentlich schneller. Sonnenfeuergestöber! Oh nein, ich hasse es, wenn ich die Attacke verfehle. Das ist meine geilste Attacke. Hua! Was für eine Frau. Haben wir wieder einen Drachensplitter. Bedarf. Du. So, jetzt habe ich... Alles klar, gut. Also ich habe jetzt... mein Rucksack ist schon... Jetzt habe ich all meine Quests fertig. Außer meine Hinterhaltsbefehle, die habe ich nicht fertig. Ja, die habe ich schon... Nee, es gibt zweimal. Es gibt einmal gibt's die Angriffsbefehle und dann gibt's die Hinterhaltsbefehle. Ah ja, genau. Und dazu müssen wir ja wieder... Hoch. Die habe ich auch noch nicht. Die habe ich fast fertig. Dazu brauche ich nur noch eine... Dazu brauche ich nur noch einen... Lauerjäger, wenn du gerade mal einen Lauerjäger siehst. Aber hier unten sind, glaube ich, keine. Aber ich muss eh nach oben. Nee, die habe ich, glaube ich, auch schon fertig. Ich muss eh nach oben. Das sind die mit dem Bogen. Da musst du die mit dem Bogenblatt machen. Ja. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich gehe noch kurz hoch, mach das Quest, komme ich wieder runter. Und dann können wir in die Höhle rein. Vielleicht sehe ich auf dem Weg ja gerade mal so einen Lauerjäger. Das wäre natürlich das Geilste jetzt. Ne? Da ist doch einer, siehst du? Sehr schön. Sogar zwei, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich es bekomme. F6. Ja, okay, keiner von den beiden hat was gehabt. Gehe ich jetzt. Jetzt muss ich auch noch mal hoch hier. Ja, das ist der dritte Befehl, sehr schön. Jetzt habe ich alles. Besteige den Panzerhimmelsdrachen, um zum Transportmeister zu gelangen. Habe ich noch als Quest. Okay. Diese vermaledeite Rattenvolk zerrt an meinen Nerv. Das ist ja nicht. Aha! Mit diesen Hinterhaltsbefehlen haben wir die Aburia-Geiseln keinen Ort mehr, an dem sie sich verstecken können. Die großartige Patrouille von Arboran wird euch aufspüren und eure kleinen, unbedeutenden Leben aus solchen. Aha! Hey, seht mich nicht so an. Lasst mich meinen Ärger Luft machen und sagen, was ich will. So. Oh, nicht genügend Platz im Rucksack. Das typische Problem. So. Ja, auch noch eine Quest abzugeben. Immer noch nicht genug Platz im Rucksack. Oh mein Gott, ey. So, jetzt brauche ich hier Apuria Blut und Medizinfläschchen. So. Oh, die hat auch jedes Mal was. Diese Mutationsalchemisten hätten besser vorsichtiger sein sollen. Meine Leuten und Aboran sind gekommen, um euch dreckige Stinktiere, die in der Dunkelheit kriecht, zu läutern. Ich mag das Drama. Bitte seht mich nicht so an. Ich sehe dich gar nicht an. Ich hab einen Freund. Nun ja, eure Ausrüstung sieht ja ziemlich gut aus. Schild. Obwohl sie einiges mitmachen musste, ich muss euch um einen Gefallen bitten. Ihr wisst vielleicht schon, dass Samors Zorn das Versteck der Aboria-Geiseln ist. Ich habe vor einiger Zeit ein paar Männer dorthin entsandt und herausgefunden, dass sie etwas zu beschützen scheinen. Meine Männer haben außerdem Verteidigungsbefehle gefunden. Ich bin mir also sicher, dass es davon noch mehr gibt. Ich will, dass der Samors Zorn geht und mehr Verteidigungsbefehle zu mir bringt, nachdem ihr die Aboria-Wachen getötet habt. Ihr werdet dafür... Oh, nicht schon wieder Verteidigungsbefehl. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Diese Flasche mit klebriger Flüssigkeit ist es, was sie gebraut haben. Und sie ist extrahiert aus übriger Brühe. Das sieht nicht mal im Ansatz wie ein Braten aus. Mehr wie eine komische Medizin. Aber dieser Geruch, oh wunderbar. Was, das Rezept habt ihr auch dabei? Lasst mal sehen. Das Dokument, das ihr mitgebracht habt, ist gar kein Rezept. Es ist eine Formel zur Manipulation von Ratten. Wozu das gut sein soll, oh, ich kann diese Handschrift kaum lesen. Hier steht, dass es ein Schmutzbraten meinen Willen aufzwingen kann. Interessant. Jetzt Rechtschreibfehler. Du ihr mir diese Formel gebracht habt, könnt ihr ja auch testen.
deutschlich korrekt. Sehr schön. Jetzt soll ich Ratten, mit meinen Befehlen unterwerfen. Und nochmal zu Weiß Support gehen. Hallöchen, liebe Dame. Ihr geht, das ist ekelhaft. Trotzdem danke. Habt ihr daran gedacht, eure Hände zu waschen? Nein, ich fasse dir damit direkt ins Gesicht. Mir fallen 100 verschiedene Möglichkeiten, einen Ratten zu töten. Jede gewalttätiger als die andere. Aber wie denn auch sei, habt ihr den Typen mit der Brille gesehen, dem blauen Hemd? Er soll ein berühmter Arzt sein und hat vielleicht eine Lösung für das Rattenproblem. Ich habe gehört, es gibt seltsame Alchemisten im Samoszorn. Vielleicht können sie diese stinkenden Ratten nicht nur zur Arbeit, sondern auch zum Testobjekten verwenden. Könnt ihr dorthin gehen und etwas Apuria-Blut holen? Außerdem noch ein paar Flaschen der Medizin, damit der Arzt sie untersuchen kann. Na klar, warum auch nicht? Ich werde beobachtet durch den Zelteingang von einem seltsamen Menschen. Ja. Beobachtet oder zwei Frauen beim Flirten, ne? Schon klar. Ich tu kurz mein... ich bin beim Markt, ich tu mein Inventar kurz wieder lernen. Ich habe schon wieder übelst den sinnlosen Mist dabei. Oh, ich hab... Na, hier zu dieser Frau hier. Auf der Brücke. Du weißt da, wo ich hingehöre. Nein, ich bleib dir treu. Will denn hier meine Freundin schon wieder nachhauen, ne? Wundert sich das bei dir? Ja. Ja, ich bin toll, hallo? Jo, hab's geschafft. Go, go! Hui, bist du schon weggeflogen, oder was? Ja, ich seh dich. Ich bin hier unten. Du bist da irgendwie hinter mir. Also, ich habe jetzt, einmal habe ich noch das teuflische Himmels, erfolgreicher Versuch, Apuria-Blut, Medizinflaschen, besteigt den Panzerhimmelsdrachen. Ja, da muss ich ja woanders hin. Hui! Da hinten. Ja, jetzt habe ich auch das Quest hier, genau. Sehr schön. Stirbt! Uah, spürt meinen gewaltigen Zorn. Guck mal, wie weit ich gleiten kann hier. Was, hast Gleitcreme dabei? Ihr glaubt nicht, dass dieselbe Drachenart wie Helmut ist, nicht wahr? Vermutlich ist es auch tatsächlich eine andere Spezies. Die Shacks haben einige wahrlich fürchterliche Kreaturen geschaffen. Level 19 erreicht! Das Dokument, das ihr mir brachtet, erklärt die mysteriösen Mutationen, die wir überall beobachtet haben, bis ins kleinste Detail. Grob zusammengefasst steht hier, dass die Shacks in der Medizin Nummer 2 jedes Subjekt kontrollieren können, das ihm beliebt. Sie erwecken Tote zum Leben und bei lebendigen Wesen ruft das Mittel drastische physische Mutationen hervor. Unter anderem eine übernatürlich erhöhte Vitalität. Nun, wir müssen handeln. Wir haben herausgefunden, dass diese Dokumente auf dem Weg hierher waren. Außerdem sind auch Teufelsschuppendrachen hier aufgetaucht. Zufall wohl kaum. Im Schutz dieser Mine wird Medizin Nummer 2 hergestellt. Das habe ich im Blut. Such danach und dann zerstören wir dieses Übel. Na, und ob wir das tun? Dann würde ich sagen, lieber Wolke, du bist schon fast wieder tot hier. Ich sehe die Medizin nämlich schon. Komm, da unten wird's hergestellt. Huah, keine Experimente an Tieren. Bin ich voll dagegen. Guck mal, ich zünde alles an. Mensch, ah. Kannst du nicht machen. Bin böses Mädchen. So. Gut. Ich habe inzwischen noch mehr beunruhigende Nachrichten. Jetzt habe ich hier auch alles angebracht. Gibt's auch mal beruhigende Nachrichten? Ein weiteres wichtiges Detail aus eurem Dokument. Medizin Nummer 2 kann nur auf Basis von Medizin Nummer 1 hergestellt werden. Leider ist die letztere selten, weil sie so schwierig herzustellen ist. Selbst große Alchemisten haben mitunter ihre Schwierigkeiten. Im Umkehrschluss bedeutet das jedenfalls, dass die Shacks Zugang zu Medizin Nummer 1 haben. Da wir die Ausrüstung für Nummer 2 fanden, kann Nummer 1 nicht weit sein. Ich vermute, sie ist ebenfalls in dieser Mine. Doch ich komme da allein nicht hin, weil sie zu schwer bewacht ist. Kommt mit mir. Natürlich! Schatzi, kommst du? Wir müssen töten! Das mit den Schmutzratten mit dem Versuch habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wie jetzt? Ja, hier dieses, dass wir die ja unter unsere Kontrolle bringen können.
Na, wir haben jetzt, die Leute haben ein Mittel erfunden, mit dem man Lebewesen kontrollieren kann. Und wir sollen das jetzt an den Schmutzratten austesten, ob das wirklich funktioniert. Ja, aber wie? Na, einfach töten. Hab ich gemacht, aber da gab es für mich da in dem Punkt keinen Fortschritt. Ach so, stimmt. Ach, warte mal, die Schmutzratten greifen doch nicht an. Ich denke mal, wir müssen mit F auf die Schmutzratten zugehen. Warte, da oben ist eine. Hab ich schon versucht, aber... Warte mal, haben wir was im Inventar? Ja, so funktioniert das Spiel aber nicht. Ah, hier. Gehorsamkeitstrank. Ihr müsst ach, die Schmutzratte schwächen. Okay, warte, wir schwächen die Schmutzratte. Gehorsamkeitstrank. Nutzt die früher Schmutzratte, damit sie der Schlacht beitritt. Hä, wo hast du den? Guck mal. Im Inventar. Ach so. Ich leg mir den jetzt mal auf die 7 habe ich mir gelegt. Ja, mach ich auch jetzt mal. Alles klar, das heißt, du musst die erst angreifen und dann... Was habe ich jetzt hier für einen komischen Kreisel? Ach, das ist... Grenzen ach, die folgt dir, Alter! Ja, für dich. Lol, die folgt dir sogar! Ach, das wirkt aber nicht die ganze Zeit, das ist nur für... Okay. Hey, wieso hast du mir... Hey, da willst du mich verarschen, du hast die mir gerade weggenommen, ernsthaft jetzt? Hä, warum? Du hast die gerade weggenommen, ich habe nichts bekommen. Hä? Oh, da habe ich die... Wie... Weiß jetzt nicht, was ah, nee, du doch. Weggenommen meinst. Nee, hä? Ich hab's doch bekommen. Kam nur später. Ah, das ist ja doof, das kannst du nur alle 30 Sekunden machen, ey. Ja, wir müssen auch eh nur 4 Versuche hier anwenden. Oh, hier hinten. Gemetzel! Kommt mal mit. Greif mal nicht an, ich will das probieren. Das ist mit dem Schmutzrad, ach, das ist schon wieder weg. Gut. Das ist Massenmord. Sehr schön. So, Schmutzratte Nummer 2 habe ich. Ja, das ist jetzt dann auch erst meine zweite. Das haut doch überhaupt nicht hin. Das müsste meine dritte sein eigentlich. Nee, du hast vorhin wahrscheinlich mehrmals geklickt, obwohl es gar nicht mehr ging. Habe ich vorhin auch gemacht. Nee, ich hatte ja schon 2 hinter mir, an mir. Was? Pax? Guck mal, jetzt habe ich... Mein Priester ist gerade gestorben. Hä? Jetzt hatte ich doch hier schon wieder... Alter, guck mal da runter, wie viele Bosse es da unten gibt. Jeha! Ey, ich habe jetzt schon 3 Schuss meinen Willen aufgezwungen. Ich habe gerade Besseres zu tun. Massenkämpfe! Hinter dir! Wow, wie viele kommen hier noch? Ich bin gleich tot. Ich glaube, wir müssen die Drachenblatt machen. Die Wachen kommen wahrscheinlich immer wieder neu. Ah, ich bin gleich tot. Hilf mir mal bei der Ratte hier. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Kille es doch endlich. Ah, da kommt gleich neue. Was hast du angerichtet? Keine Ahnung, es werden immer mehr. Ich muss mal kurz weg hier. Ja toll, jetzt lässt er mich hier im Stich, ne?
Hilfe! Oh mein Gott, ich sterbe! Komm, du hast doch wesentlich mehr Leben als ich, du bist doch full life. Ich hab gar nichts mehr. Ich kann nicht mal ins Inventar und mir einen Trank rausholen.